meine lieben Bücherwürmer. Ja, heute gibt es meine Leseliste für den Januar. Ich bin, glaube ich, jetzt ein bisschen spät dran, aber ich finde, das geht noch, weil ich jetzt im Januar, warte mal, im Januar habe ich, glaube ich, noch gar nichts gelesen. Nee, ich habe auch im Januar noch gar nichts fertig gelesen. Deswegen passt es meiner Meinung nach auch noch, weil ich die Leseliste auch noch nicht fertig hatte und ich halt ein bisschen zu viel zu tun hatte die Woche und deswegen kommt meine Leseliste jetzt. Ich fange einfach mit den Büchern an, die ich im Dezember schon angefangen habe. Und zwar, auf jeden Fall möchte ich lesen von CC Hunter, Shadow Falls Camp, Entführt in der Dämmerung. Das ist der dritte Teil. Und ja, den habe ich im Dezember angefangen. Ich bin da jetzt ungefähr bei der Hälfte. Und das ist das momentane Buch, was ich auch gerade lese. Also das wird das erste sein, was ich im Januar auch beenden werde. Und ja, ich fand die Reihe bis jetzt richtig, richtig gut. Also ich habe mir den ersten Teil gekauft gehabt, weil ich kein Buch dabei hatte. Das war eine witzige Geschichte. Ich hatte kein Buch dabei und musste aber noch voll lange Bus fahren und so. Und ich wollte unbedingt was lesen. Und ich weiß auch nicht, warum ich kein Buch dabei hatte. Ja, und dann bin ich in die Buchhandlung und wollte mir eigentlich den 11. Teil von House of Night holen, weil ich ja ungern so viele Reihen gleichzeitig lese. Ich beende ja immer gerne eine Reihe erstmal. Ja, aber den 11. Teil hatten sie nicht, sie hatten nur den 12. Teil und dementsprechend musste ich mir was anderes aussuchen. Und hier stand halt auch drin, für alle Fans von House of Night, weil ich hatte so Lust, irgendwie was in die Richtung von House of Night geht. Und so bin ich darauf gestoßen und ich finde das sogar ehrlich gesagt noch ein bisschen besser als House of Night. Weil hier halt einfach ein paar mehr Wesen vorhanden sind. Bei House of Nights geht es ja speziell nur um Vampire. Und hier sind halt auch noch ein paar andere Wesen vorhanden. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Und ja, dann habe ich auch kurzfristig begonnen in der Badewanne. Da bin ich auch noch nicht weit. Das lese ich, will ich jetzt auch im Januar zu Ende lesen. Ich bin auf Seite 28, habe also nur ein Kapitel gelesen. Und zwar Märchenmond von Holbein. Also von Wolfgang Holbein. Das ist ja ein sehr außergewöhnliches Cover. Das liegt daran, weil das aus dieser Fantasy-Bibliothek von Bild am Sonntag kommt. Das habe ich mir mal in meinem 2-Euro-Buchladen gekauft, also wo die Buchspenden verkauft werden und der Erlös dann an soziale Einrichtungen kommt. Und ja, was ich nur schade finde, ist, dass natürlich nur der erste Teil in dieser Auflage ist und Märchenmonds Kinder zum Beispiel nicht und das finde ich leider ein bisschen schade. Aber meine Mutter hat gesagt, ich soll das unbedingt lesen, deswegen habe ich es mir gekauft und habe jetzt angefangen und das möchte ich auch im Januar lesen. So, dann habe ich eins, das habe ich nicht im Dezember angefangen, sondern im September und zwar, wie ich euch in meinem Video schon erwähnt habe, in einem vorigen, war das da, wo ich an der Ostsee war zum Arbeiten und ich danach halt wie gesagt keinen Kopf mehr hatte. Ich habe ja nicht mal gelesen danach und ja, und zwar ist das von Kazuaki Takano Extinction, das ist ein Thriller, aber ein bisschen anders, also nicht dieses, wie man es kennt, so ein bisschen blutig und so, sondern da geht es so ein bisschen noch um so Hintergrund, also so ein bisschen mit Politik und mit dem Militär und ja. Bis jetzt fand ich es auch sehr spannend. Ich bin mal gespannt, ob ich da wieder reinkomme. Und das möchte ich auch im Januar lesen. So, dann habe ich welche, die habe ich noch nicht angefangen. Die habe ich mir gerade aus meinem Bücherregal rausgesucht. Und ich habe mir gar nicht mal so große Gedanken jetzt gemacht, welche ich lesen möchte, sondern so, worauf ich jetzt spontan wirklich Lust habe. Und zwar, weil ich mich kenne. Wenn ich eine Reihe richtig, richtig gut finde, dann werde ich sie sowieso erstmal lesen, bevor ich überhaupt Lust habe, irgendwas anderes zu lesen. Den vierten Teil, Shadow Falls Camp, Verfolgt im Mondlicht. Ich habe ja Band 3, 4 und 5 von meinem Schatzi zu Weihnachten gekriegt und weil er halt einfach gemerkt hat, dass ich das richtig gut fand. Ja, vierter Teil und auch den fünften Teil, den werde ich dann wahrscheinlich hinten ranschieben. Erwählt in tiefster Nacht. Ich finde ja die Cover auch richtig schön. Also dieses Schimmrige, dieses Metallische finde ich richtig schön. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist, dass diese Menschen, die da drauf sind, oder diese Frau, die da immer drauf ist, die finde ich nicht so schön.
Nicht, weil die Frau an sich nicht schön ist, sondern irgendwie, weiß ich nicht, ich kann es nicht erklären. Also, aber vielleicht geht es anderen ja auch so. Ja, so, dann habe ich mir ausgesucht von James Dashner Kill Order. Das ist ja diese Vorgeschichte von Maze Runner. Und Maze Runner habe ich ja letztes Jahr im Januar gelesen. Und mir hat das ja super gut gefallen. Und das ist jetzt hier einfach, was bevor sie ins Labyrinth gekommen sind, geschehen ist. Ich weiß gerade gar nicht, wohin mit den ganzen Büchern. Dann möchte ich lesen von Samantha Young, Herzsplitter, Out of the Shallows. Das ist ja der zweite Teil von, komm hier, Into the Deep. Und das habe ich ja auch an einem Abend verschlungen. Das war zwar für mich so ein durchschnittliches Buch, also nichts, was mich übermäßig umgehauen hat, aber halt wirklich etwas, was ich so am Abend auf den Sonntag oder so verschlingen kann. Und das möchte ich auch lesen. Das habe ich aber auch nur mit reingenommen, weil ich halt wirklich versuche, immer im Monat so ein bisschen so einen Genrewechsel auch machen zu können. Also, dass ich bei meiner Leseliste diese Chance habe, nicht nur Fantasy, sondern wenn ich mal Lust habe auf was anderes, dass ich dann halt auch was anderes lesen kann. Deswegen habe ich hier nämlich auch noch von John Green Markus Spuren. Ja, ich glaube, John Green kennt fast jeder und Das Schicksal ist ein mieser Verräter kennt ja auch fast jeder und das fand ich auch sehr gut. Den Schreibstil mochte ich ja sehr, sehr gerne und dieses möchte ich halt auch jetzt lesen, weil wir den Film jetzt haben und den wollen wir halt auch gucken gerne. Und deswegen, ich lese ja immer gerne die Bücher vorher. Ja. Ich bin froh. Also am Anfang habe ich ja immer nur dieses Taschenbuch gefunden und so. Und ich habe ja von Das Schicksal ist ein mieser Verräter das Hardcover. Und ich bin so froh, dass wo der Film rausgekommen ist, dass das auch auf einmal in der Buchhandlung war. Damit das im Bücherregal wieder zusammenpasst. Auch wenn es jetzt nicht das schönste Cover ist, aber es passt halt zusammen mit diesem Rot und dem Blau. Das finde ich sehr, sehr gut. So, dann mein neuntes Buch. Achso, ich habe mir 10 Bücher rausgesucht. Übrigens, wie jeden Monat suche ich mir dann ja 10 Bücher raus. Und zwar habe ich von Nicole C. Fossler, habe ich mir das ausgesucht, in dieser ganz besonderen Nacht. Ich habe einen Frosch im Hals. Das habe ich mal ganz günstig gekriegt. Ich glaube für 3,99 oder so habe ich das ganz günstig gekriegt. Und das stand nie auf meiner Wunschliste und so, und dann habe ich mir das aber durchgelesen und das hört sich ja echt gut an, ne? Ich weiß gar nicht. Das fühlt sich gerade so an, als ob so ein ganz dicker Schinken ist. Ach, das geht eigentlich. 560 Seiten, das geht. Das ist halt ein bisschen dicker als ein normales Buch, aber darauf freue ich mich auch. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein richtiges Winterbuch. Also kennt ihr das? Es gibt so Sommerbücher und es gibt Winterbücher. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Winterbuch. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Und weil ich ja, wie gesagt, versuche, den Klappentext, wenn ich es kaufe und ich es nicht kenne, dann lese ich mir den Klappentext natürlich durch. Aber dass ich dann versuche, den Klappentext danach nicht nochmal zu lesen, dass ich mich wirklich überraschen lassen kann. Und da bin ich echt mal gespannt. So, dann mein letztes Buch, was ich mir ausgesucht habe, was ich im Januar lesen möchte, ist von Jenny Downham. Bevor ich sterbe. Das habe ich auch in meinem 2-Euro-Laden und ich liebe diesen 2-Euro-Laden. Ich kann euch das Video dazu nochmal gerne verlinken. Hier in Hamburg gibt es ja diese Aktion. Und ich liebe diesen Laden einfach nur. Da finde ich immer was, immer. Und dann für 2 oder 3 Euro, das ist echt Wahnsinn. Ja, bevor ich sterbe, es ist einfach, weil ich gerne auch nochmal so ein sentimentales Buch haben möchte. So, diese Auswahl habe, dass ich auch so ein schönes sentimentales Buch. Ich lese sowas ja immer ganz gerne zwischendurch. Also ich erinnere mich an Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das war genau zum richtigen Zeitpunkt, habe ich dieses Buch gelesen. Und ich hoffe, dass dieser Zeitpunkt jetzt auch mit diesem Buch dann kommt. Und ich nehme es mir halt für Januar jetzt vor. Ja, das waren meine 10 Bücher, die ich im Januar lesen möchte. 3 davon habe ich ja wie gesagt schon angefangen. Also sollte das auf jeden Fall machbar sein. Ja. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video und ich sage Tschüss.